Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute zeige ich euch, wie man Like a Rolling Stone von Bob Dylan spielt. Der ist relativ übersichtlich, der Song. Und ich zeige euch zuerst die Akkorde und dann das Schlagmuster und wir legen gleich los. Ihr braucht zuerst nur eine Handvoll Akkorde. Und zwar geht's los mit C-Dur. Im Intro braucht ihr dann noch einen Akkord, der nennt sich F-Major 7, beziehungsweise in dem Fall F-Major 7 mit C im Bass. Der klingt abenteuerlicher, als er ist. Es ist im Prinzip wie ein C, nur, also wie der C-Griff, nur legt ihr den Mittelfinger auf die G-Seite in den zweiten Bund und den kleinen Finger auf die D-Seite in den dritten Bund. Und spielt jetzt ab der A-Seite die Seiten nach oben mit der leeren hohen E-Seite. So, die beiden Akkorde sind im Prinzip schon das Intro. Im späteren Verlauf des Songs kommen jetzt noch D-Moll dazu. Greift man so mit dem Mittelfinger auf der G-Seite im zweiten Bund, kleiner Finger auf der B-Seite im dritten oder Ringfinger, könnt ihr euch aussuchen, und mit dem Zeigefinger die hohe E-Seite im ersten Bund. Dann E-Moll, F-Dur und G-Dur. So, das sind tatsächlich schon alle Akkorde, die vorkommen. Wenn ihr die könnt, steht euch eigentlich nichts mehr im Weg. Wir gehen erstmal in das Intro. Da gibt es nämlich eine andere Schlagtechnik als später im Song. Im ersten Takt geht es los mit C auf die 1, dann auf die 3 und auf die 4 und. Auf die 4 und die 4 und. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und im nächsten Takt geht ihr auf F-Major 7 und spielt jetzt auf die schweren Zählzeiten, also auf 1, 2, 3, 4. Nur die A- und die D-Seite. Ab und zu könnt ihr die G-Seite auch noch mit dazu nehmen. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr da so ein bisschen nicht so ganz akkurat spielt. Die tiefe E-Seite sollte nicht mitklingen. Das klingt sonst ziemlich schwierig. Also A- und D-Seite. Und auf die Unzählzeiten spielt ihr die oberen drei Seiten. Also die G-, B- und E-Seite. Das klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und. Das wiederholt sich jetzt insgesamt viermal, soweit ich mich entsinne. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist jetzt so das, was ich mir rausgehört habe aus dem Song, weil er ja relativ viele Instrumente gleichzeitig spielen und die Akustikgitarre nur so unterstützend ist und Bob Dylan da auch in erster Linie so ein bisschen... ja, rumschrammelt. Das ist halt auch ein sehr schrammeliger Song. Das erschien mir jetzt als am nächsten, wie man den Song quasi hört. Ihr könnt euch da aber auch was Eigenes ausdenken, solange ihr eben die Akkorde weiterverwendet. Für die Strophe gibt es jetzt zwei verschiedene Schlagmuster, die ich überwiegend verwende. Das eine ist ähnlich wie das aus dem ersten Takt, nur dass ihr auf die 2 noch einen Schlag dazu nehmt. Ich spiele es jetzt gerade mit C. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das andere Schlagmuster, da nehmt ihr das gleiche Schlagmuster, spielt aber auf die 1 und auch noch einen Schlag dazu. Also 1 und 2 und 3 und 4 und. Und die beiden kann man jetzt einfach miteinander wechseln, wie man so möchte. Ich hab das jetzt in den Tabs oft so geschrieben, dass wenn ich... Also man kann entweder die beiden einfach miteinander abwechselnd spielen, also erst das erste, das zweite, erste Schlagmuster. Man kann es so spielen, dass wenn ihr einen Akkord nur einen Takt lang spielt, nehmt ihr immer nur das erste Schlagmuster. Wenn ihr einen Akkord über mehrere Takte spielt, also über zwei oder über vier Takte, dann wechselt ihr die beiden Schlagmuster. Ihr könnt auch nach Belieben wechseln. Wie gesagt, der Song ist relativ schrammelig und das ist jetzt auch nur ein Schlagmuster, das man dafür verwenden kann. Ihr könnt euch da auch was Eigenes ausdenken, aber das ist so, dass ihr halt wisst, man kann da einfach ein bisschen variieren mit den Schlaggeschichten. Und das ist jetzt das, was ich gemacht habe. Ihr könnt das in den Tabs einfach nachlesen und genauso spielen oder was Eigenes ausdenken. Das ist egal. Es geht los mit C-Dur, einen Takt lang. Dann einen Takt lang D-Moll. Einen Takt lang E-Moll. Einen Takt lang F. Und vier Takte G. Das wiederholt sich jetzt dann gleich nochmal. Ich spiele es euch einmal im Kontext vor. Das
Jetzt habe ich immer nur das erste Schlagmuster verwendet. Jetzt spiele ich nochmal vor, dass ich die beiden Schlagmuster abwechsle. So, nur mal so, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie die Variationen klingen. Das wiederholt sich jetzt zweimal, soweit ich mich richtig erinnere. Dann kommt ein Pre-Chorus, der ist relativ lang. Man könnte ihn fast sogar schon irgendwie als, könnte man die beiden in A- und B-Teil unterteilen. Ich nenne es jetzt einfach mal Pre-Chorus. Da kommt erst zwei Takte lang F, zwei Takte lang G. Das wiederholt sich dann nochmal. Also jetzt kommt ein Takt lang F, ein Takt E-Moll, ein Takt D-Moll, ein Takt C. Das wiederholt sich jetzt auch wieder einmal. Jetzt kommt zwei Takte lang D-Moll, zwei Takte lang F, vier Takte lang G. Kommt der Chorus mit diesem Ha, da sind vier. Und der besteht im Prinzip nur aus einem Takt lang C, einem Takt lang F, zwei Takten lang G. Und das kommt jetzt insgesamt sechsmal, also nicht vier oder achtmal, sondern sechsmal. Also sechs mal vier, 24 Takte. Und genau, erst der Refrain, dann Like a Rolling Stone, dann kommt noch so ein kleines Mundharmonika-Interlude. Und bevor man wieder zurück in die Strophe geht, verlängert man diese 24 Takte nochmal um zwei Takte, wo man nochmal zwei Takte G spielt. Also ihr kommt dann aus dem Chorus raus. Nochmal zwei Takte G. Dann gehen wir weiter mit der Verse. So, das sind auch schon alle Formteile. Also, es gibt die Strophe, es gibt den Pre-Chorus und es gibt den Chorus. Und die kommen jetzt einfach relativ häufig, weil es ein Bob Dylan-Song ist, das heißt viel, viel Text. Wiederholen sich und wechseln sich ab. Dann gibt es noch, vielleicht gibt es noch ein Solo, ich erinnere mich gerade gar nicht. Aber mehr als diese Formteile existieren nicht. Wie gesagt, ihr könnt das Schlagmuster nehmen, das ich euch hier aufgeschrieben und gezeigt habe. Ihr könnt auch ein eigenes Schlagmuster nehmen. Ihr könnt auch machen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch eine Ballade draus machen. Es ist sowieso, wie gesagt, sehr schrammelig, es geht viel um den Text, wenig um das Schlagmuster, aber das sind auf jeden Fall die Akkorde und die Akkordfolgen. Und ja, wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit dem Tutorial. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials zum Thema Gitarre, dann besucht meinen Channel, lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir bitte immer Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, in die Kommentarbox. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.